Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereny, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz, und ich habe heute ein interessantes und spannendes Thema, das ganz viele betrifft, denke ich. Und zwar geht es heute um Verspannung und Entspannung. Und zwar Verspannung sowohl auf der körperlichen Ebene, das kennt man ja, wenn man mal aufwacht und sich irgendwo verspannt hat, als auch auf der emotionalen, der seelischen Ebene. Wenn man an irgendetwas festhält, an irgendwelchen Gefühlen festhält, als auch dann an der geistigen Ebene, wenn man sich in irgendwelche Gedanken verkrampft und die nicht loslassen kann. Also die Meditation heißt heute quasi Verspannungen lösen auf der körperlichen, der geistigen und der seelischen Ebene. Das ist auf diesen drei Ebenen werden wir da heute arbeiten und werden schauen, dass wir wirklich dieses Energiefeld so in Schwung bringen, dass sich auch dann tatsächlich nach dieser Meditation hoffentlich auch deine Verspannungen gelöst haben. Also einfach mitmachen und mal schauen, was sich da tut. Ich habe bemerkt jetzt so durch meine Arbeit, dass so eine Heilfarbe für Verspannungen, das variiert ab und zu, aber was eine sehr gute Frequenz ist, sind immer so Erdfarben, wenn man mit dem arbeitet. Also das sind so wirklich so braun, so Ockertöne, oft einmal, die man sich vorstellen kann, dass das ein bisschen aufmacht. Was ein guter Duft ist, der entspannend wirkt auch, also aus meiner Erfahrung raus, jetzt nicht unbedingt aus der Aromatherapie, weiß ich nicht, aber aus meiner Erfahrung raus ist zum Beispiel auch so Orange. Also Orange ist auch so ein Duft, der entspannend wirkt. Und von der Frequenz her eben auch alles so, ja, alles, was ein bisschen so Licht noch reinbringt. Also man kann sich das wirklich wie so helle Brauntöne vorstellen, vielleicht so Orange. Das macht so ein bisschen so dieses Muskelgewebe auch auf, so auf der energetischen Ebene. Also das ist was so aus meinen Sitzungen, was ich da ganz gerne anwende. Und wir werden das jetzt auch so ähnlich mal probieren, dass wir das gemeinsam hinkriegen, dass wir uns entspannen können. So. Zuerst mal als Vorbereitung, du kannst mal deine Augen schließen und einfach mal tief einatmen und wieder ausatmen und einatmen und wieder ausatmen. Und komm jetzt mal mit deinem ganzen Bewusstsein in deinen Körper. Und stell dir da mal das Zusammenspiel deiner Muskulatur mit deinen Knochen, mit deinem Skelett. Mit den Sehnen, den Bändern. Stell dir das einfach mal vor. Also geh mit deinem Bewusstsein wirklich so ganz bewusst zu den Sehnen, Bändern, zur Muskulatur und auch zu deinem Skelett. Und fühle einfach mal, ob du da irgendwo Stellen hast, die vielleicht verspannter sind. Vielleicht beim Hals oder beim Rücken, bei den Schultern den Brustmuskeln, Bauchmuskeln, Zwerchfell nicht vergessen, Hüfte . Dann gehst du noch die Beine durch bis zu den Füßen. Und schau einfach mal, ob du da was wahrnehmen kannst, einen Körperteil wahrnehmen kannst, wo vielleicht was drückt, wo etwas verspannt sich anfühlt.
Und wenn du da so einen Platz gefunden hast, so einen Ort, eine Stelle in deinem Körper gefunden hast, wo du verspannt bist, dann beginnen wir jetzt mal mit der Auflösung dieser Stelle. Und du stellst dir diese Stelle jetzt einfach mal vor, als hättest du einen Teig, einen Brotteig, einen Pizzateig und das wären so ein Klumpen, ein Knödel. Und der gehört einfach mal in die Länge gezogen und vielleicht geknetet, dass er weicher. Also stell dir mal vor, diese verspannte Stelle, die stellst du dir jetzt einfach mal als Teigstelle vor. Und dieser Teig wird jetzt geknetet. Und du kannst das richtig physisch mit deinen Händen machen. Stell dir das vor, dass du diesen Teig knetest. Ja, wie in einer Schüssel richtig die Hände rein und diesen Teig kneten, dass der immer geschmeidiger wird, dass du merkst, okay, der kriegt jetzt eine gute Grundkonsistenz zusammen, dass du den dann auch in die Form bringen kannst, was auch immer du mit dem Teig machen willst. Pizza werden, das kann etwas Längliches sein, es kann ein Brotlaib sein, ganz egal. Du knetest jetzt auf jeden Fall mal diesen Teig und ziehst ihn auch teilweise mal in die Länge und schüttelst auch jeglichen Stress aus diesem Teig raus. Also wenn du den Teig so schüttelst, kannst du dir so vorstellen, dass da wirklich ganz viel Stress sich aus diesem Teig löst, der dann einfach nach oben ins Licht abgegeben wird. Und du atmest jetzt mal tief ein und wieder aus. Und in diesen Teig fließen jetzt all die Frequenzen ein, all die Zutaten, die der Teig benötigt, dass er eine optimale, heile Form annimmt. Und während du dich auf den Teig konzentrierst, spürst du auch, der Stelle, die du fokussiert hast, Energie zu fließen beginnt. Und du atmest tief ein und wieder aus und spürst, wie sich diese Stelle mehr und mehr entspannt, wie du immer gelassener wirst, ruhiger wirst. Und wie alles abfließt von dir. Du spürst, während du diesen Teig bearbeitest, dass das Bild immer heller wird, immer lichtvoller. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass der Teig weniger wird, weil sich einfach der Druck dadurch auch löst. Und letzten Endes fließt diese Heilung zu 100% in deinen Körper, in dein System ein. Und du spürst, wie sich die Verspannung löst. Und du kannst jetzt zwischendurch mal einfach dich strecken, wenn du möchtest. Rücken durchstrecken, deinen Körper einfach mal strecken.
und mal schauen, wie es sich anfühlt, dich bewegen. Dann atmest du tief ein und wieder aus. Und spürst, dass es leichter und weicher wird. Du lässt das Bild jetzt dieses Tigers einfach mal nach oben abfließen und dein Muskelgewebe entspannt sich immer weiter. Und nun kannst du auch auf der energetischen Ebene Entspannung herbeiführen. Du gehst jetzt mit dem nächsten Bewusstseinsschritt aus deinem Körper und stellst dir vor, dass um dich herum ein Energiefeld ist. Das kannst du dir als goldenes Licht vorstellen. Und das ist so die Grundenergieversorgung deines Körpers. Und auch dieses Energiefeld darf jetzt sich entspannen und gereinigt werden. Und für diese Entspannung kannst du dir jetzt vorstellen, dass der Erzengel Gabriel, er hat so goldenes Licht, kannst du dir vorstellen, Erzengel Gabriel, oder wenn du dir Engel nicht so gut vorstellen kannst, stell dir einfach vor, der beste Masseur der Welt, ja, der stellt sich jetzt hinter dich und legt dir seine Hände auf. Oder es ist eine Masseurin, wenn dir das lieber ist, die legt dir ihre Hände auf. Und berührt dein Energiefeld. Und über diese Berührung beginnt sich dein Energiefeld zu entspannen. Überfälliger Druck löst sich und fließt ab. Und du kannst es auch gerne mitfühlen, dass du dir vorstellst, du hast jetzt deine Hände auf deinem Energiefeld liegen. Und dort wird jetzt einfach überall, wo die Energie sich zu dicht, zu stressig anfühlt, da kannst du so rumfahren, da löst sich diese Energie und entspannt sich. Und so geschieht auch auf der energetischen Ebene eine Lösung von allen Verspannungsmustern, von allen Ängsten, allen Trotzreaktionen. Von allem, was dich belastet. All das wird jetzt gelöst und du wirst immer freier, klarer und bewusster. Und eine tiefe Anspannung und Verspannung löst sich aus deinem Energiefeld. Und du spürst das jetzt vielleicht bei deinem Wurzelchakra. Das ist jetzt eben so in der Beckengegend, Steißbeingegend, etwas wärmer wird
Oder vielleicht bei den Beinen, bei den Füßen, dass da Energie abfließt. Das ist einfach der Überdruck, der jetzt in die Erde fließt, von deinem Energiefeld und sich dort reinigt. Und du atmest jetzt tief ein und wieder aus und spürst, dass dein Energiefeld völlig entspannt, immer weiter wird, weicher wird und sich mehr und mehr ausdehnt. Nun ist es an der Zeit, Gedankenmuster, den Verstand zu entspannen. Und wie kann man sich jetzt seine Gedanken vorstellen? Das ist jetzt einfach mal ganz leicht. Du kannst dir gerne die Hände jetzt so an den Kopf legen, wenn du möchtest. So beim Atlas, dort wo die Wirbelsäule in den Schädel reingeht, wenn du das möchtest. Oder du stellst es dir einfach vor, dass du deinen Kopf in den Händen hältst und dass jetzt sämtliche Verspannungen deinen Kopf, dein Bewusstsein verlassen sollen. Alle Gedanken die für Stress sorgen, die für Anspannung sorgen und vor allem die du nicht brauchst und nicht benötigst, werden da jetzt entspannt. Die Energie wird frei, sodass dein Geist, dein Inneres wieder freier, kreativer, inspirierter ist und viel mehr aufmacht. Und du spürst jetzt, wie sich dein Verstand, dein Denken reinigt und wie du ganz klar und voller Vertrauen immer mehr Raum in dir findest, in deinem Bewusstsein findest, sodass neue Inspiration zu dir kommen kann, dass du dich neu motivieren kannst und eine neue Kreativität in dir entsteht. Sämtliche Verspannungen in deinem Denken lösen sich jetzt und du kannst gerne auch noch mal deinen Kopf bewegen, nach vorne und nach hinten. Und wenn du möchtest, dich gerne noch mal durchstrecken.
Und nun zu guter Letzt, zum guten Abschluss dieser Reise, wird nun ein heller, klarer Ton angestimmt, wie von einer Klangschale oder einem feinen Glöckchen. Und dieser hohe Ton, diese hohe Note schwingt sich jetzt ein und ist dein Seelenklang. Und das ist ein helles, weißes, reinigendes Licht. Ein ganz weißer Klang, der sich durch deinen Körper, durch dein Bewusstsein zum Sitz deiner Seele durcharbeitet und durchklingt. Und dort wird sämtlicher karmischer Stress, sämtlicher Stress aus dem Familiensystem, sämtliche Angst entfernt. Und du spürst, wie du dich erdest, du spürst, wie deine Seele Flügel bekommt, sich entspannt, während du auf der anderen Ebene, auf der irdischen Ebene ganz klar geerdet und stabil dastehst. Es ist diese Mischung aus Sicherheit und Leichtigkeit. Und die erwächst aus dieser absoluten Entspannung. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus und du spürst diese innere Klarheit und Leichtigkeit, aber gleichzeitig auch die Stabilität von deinem Dasein. Und nun beendest du diese Entspannungsmeditation mit einem starken Schutz und einer starken Abgrenzung nach außen. Alle Gedanken und Gefühle von anderen bleiben aus dir heraus. Ich habe eine 100%ige Verantwortung für mich. Ich habe keine Verantwortung für die Gefühle oder die Gedanken von meinem Umfeld. Und in diesem Bewusstsein bedankst du dich bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei deinem inneren Heiler, deiner inneren Heilerin. Und du erlaubst dir, genau in deinem Tempo, ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukommen. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und nochmal tief ein und wieder aus. Bewegst deinen Körper, streckst dich mal durch,
Fühl's nochmal nach. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst dir diese einzelnen Schritte immer wieder für dich wiederholen und auch die Arbeit mit diesen Bildern zu arbeiten. Das sind so ganz einfache Grundlagen, wie du selber bei dir Themen bearbeiten kannst auf der energetischen Ebene. Schau einfach mal, wie es dir geht, was sich tut. Und ich freue mich natürlich auch über deine Rückmeldungen, über deine Kommentare. Wenn du selber ein Thema für eine Meditation hast, einen Vorschlag hast, schreib es mir unten in die Kommentare rein. Bitte teile das Video, wenn es dir gefällt. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und wir sehen uns wieder. Tschüss, alles Gute.